Einen wunderschönen Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Cone Exiles auf der PS4. Wir sind im neuesten Dungeon, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie er heißt. Warmaker Sanctuary, glaube ich. Und ich habe eine Fackel. Ach, ja, ich bin zurückgelaufen bis ganz am Anfang. Ihr wisst, hinter dem Eingang, da waren doch die zwei Kisten. Und da war genügend Holz drin. Wir können uns jetzt auch mehr Fackeln machen, also wenn die kaputt geht, haben wir wieder Fackeln. Und ich habe dann auch hier die Nashornkopfsuppe gefunden. Die hat einen Gegner getorbt auf dem Weg zurück. Und damit können wir auch nochmal das Gewicht erhöhen. Ich weiß jetzt gar nicht, ist der Buff noch da? Ja. Können wir den steigern mit dieser Nashornkopfsuppe? Ja, das geht. Jetzt haben wir nämlich einen Doppelbuff. Belastung um 3 erhöht und Belastung um 8 erhöht. Ist ja krass. Kann man hier richtig was tragen. Wollte ich jetzt einfach mal testen. Mir ist dann noch eine Idee gekommen. Wir haben ja jetzt diese Statue bekommen vom Archivar. Und ich gehe davon aus, dass mein Herz bricht. Nein, dass wir die hier zuordnen müssen. Map-technisch gebunden, weil das ist ja ein Kartenraum hier unten drunter ist. Und der Archivar ist eine namenlose Stadt in den Archiven. Und da müsste das eigentlich der hier sein. Ja, die Statue passt auf den Sockel. Nice, Mann. Alter, ist das geil gemacht. Also, ganz dickes Lob an die Entwickler hier. Das ist mega geil gemacht. Das ist echt geil. Sollen wir jetzt nochmal da reingehen? Ich glaube, der ist nämlich wieder da. Wir könnten ja mal kurz reingucken, ob er da ist. Sehen wir ja, ob er da steht. Wenn nicht, würde ich nämlich gerne mal weiter dort hinten gucken. Wenn nicht, wählen wir erstmal eine andere Tür. Grün, das ist immer gut. Grün ist eine gute Tür. Ach so, wir müssten ja noch hier durchlaufen. Ach, scheiße. Komm, dann laufen wir hier auch noch durch und gucken. Allerdings spawnen die so schnell wieder, die Leute, dass ich glaube, der ist wieder da. Ja, da steht er. Scheiße, kommen wir an dem vorbei? Wir können ja eigentlich vorbeilaufen. Komm, ich möchte dann hier, wenn dann ein Raum nach dem anderen erst. Oh, der hat ein riesengeiles Bett hier. Oh, eine Kiste mit 8 Goldmünzen. Und das war's auch hier. Ah, okay. Hallo Archivar, ich will deine Statue jetzt gerade erstmal nicht mehr. Ich lasse dich in Ruhe. Viel Spaß. Wie Hollywood-like war das. Oh, vom Tiger noch knapper. Hollywood-like. Geht direkt hier los. Mit Action Jackson. Gehen wir jetzt in die Tür daneben. Die grüne Tür da, also rechts daneben da. Ist ja alles sehr großzügig gebaut, deswegen kann man gar nicht so daneben sagen. Ja, die Kämpfe könnten hier schon belastend werden. Maximal belastend. Weil man eben nichts sieht und ich die Fackel weglegen muss für einen Zweihänder oder Zweihandwaffen. Aber es ist schon ein bisschen beleuchtet, so ist es nicht. Alter, wie episch ist denn das bitte? Boah. Alter Verwalter, what the fuck? Was haben die hier erlegt? Was sind das für Viecher? Haben die Götter getötet? Ja, hier sind sie wieder am Knien. Knie nieder, du Knecht. Erstmal schön da vorbeigehauen. Ah, da ist ein Stärkerer dabei. Der Tiger ist wieder voll Heal. Scheiße Ausdauer. Ja, danke. Ich bin nicht voll Heal. Aua, aua, ich kriege jetzt voll auf die Nüsse. Auf die 12. So. Das Schlimmste hier ist der Verderbnisschaden. Ich heile mich jetzt nicht. Weil so ein Pfeilspinner trifft mich sowieso. Gut. Irgendwie, wenn ich die Gegner töte, wird es dunkler, habe ich das Gefühl. Oh, schwarzes Eis. Nimm mal mit. Sonst brauchen wir nichts. Aschenbecher könnte ich auch brauchen. So, was ist denn hier noch? Das. Ah, guck mal, ein schönes Schild. Also, kein schlechtes Schild, sagen wir es mal so. Brauche ich nicht. Kostet. Könnte ich mit der Demontagewerkbank natürlich nutzen, aber kostet mich jetzt unnötig Platz. Wir können halt relativ viel gerade tragen. Weil wir eben die zwei Buffs haben. Zwei erhöhte Belastungsbuffs. Das ist nice. So heilen wir uns dann erstmal nur mit Fleisch. Mit Essen. Solange es geht. Allerdings müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Weil. Was waren hier hinten? Da kamen doch Geräusche her. Alter, ich finde das alles so episch und wie riesig das gebaut ist, Mann.
dass wir nicht out of Fleisch gehen, ne? Out of Meat. Ich weiß nicht genau, wie groß der Dungeon ist. Der scheint relativ groß zu sein, wenn man hier erstmal alle Statuen besiegen muss. Das heißt, das sind 7 Bosse oder so. Ja, und dann wird es wahrscheinlich zum Hauptboss vom Dungeon gehen. Ei, 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 Sir. What's going on? Hätte so einen Bogen mitnehmen, dass ich hier ein paar Leute pullen kann. Obwohl, ich glaube, die werden alle aggro gleich. Alter, das ist doch der König des Grabes oder so. Sehen alle so ein bisschen Nephilim-mäßig aus. Also, so wie ich mir Nephilim vorstelle. Also so apokalyptische Reiter, so Klasse Tod. Ne? Klasse Tod und härter. Oh, ah! Bluten. Das können wir mal testen. Heilung beendet, ja. Aber die Blutung ist weg. Und stattdessen kriegt man einen leichten Verkupplungseffekt. Alter, der hat's aber schon in sich, der Junge. Aber wir haben ihm auch schon gut Damage gemacht. Also der frisst, glaube ich, nicht so viel. Wir werden hier mal mit Schwert und Schild kämpfen. Mit Axt und Schild. Ich glaube, das reicht, weil der hat nämlich... kriegt guten Damage, habe ich das Gefühl. Alter. Hör jetzt auf mit der Scheiße hier. Habe ich das Schild? Ich sehe halt nichts gerade. Ah ja, gut, der kriegt wirklich guten Damage. Der kriegt sehr guten Damage, das ist nice. Dann schaffen wir den auch. Aua. Eben nicht zu überhastet angreifen. Jetzt kriegen wir auf die 12. Muss nicht sein. Tiger macht auch gut mit. Hat der wirklich Dai gesagt? Das hat sich so richtig böse angehört, ne? So richtig ein Obermotz-Ton. Also der klingt richtig cool auch. Muss man einfach sagen. Sehr gut gemacht. Der teilt eben mehr Schaden aus als eben der, aber der frisst eben nicht so viel, meiner Meinung nach. Also gefühlt. Ja, da ist er down. Alter, hat der einen legendären Hammer dabei. Ranisan, eine Waffe aus den Gemächern des Kriegsherrn. Gesundheitsschaden 63. Alter. Rüstungsdurchdringung 27%. Ey, das Ding ist nice, Mann. Und hier nochmal die Statue des Kriegsherrn. Okay, wo der Kriegsherr? Was sind das hier? Schlüsselfragment. Ein Fragment eines Schlüssels. Okay. Auch nice. Also, ich muss mich wiederholen. Diese Dungeons in Kronen, die sind echt nice gemacht, Mann. Da geht gar nichts... Gibt es keine zweite Meinung eigentlich. Also hat der mein Schild so? Oh, der hat mein Schild doch schon einiges runtergehauen. Ist jetzt nicht so gravierend, aber... Also was er runtergehauen hat, aber... ist schon ein bisschen was. Ich weiß nicht, wo der Kriegsherr hingehört. Knochen und Dämonenblut. Die könnte ich mal die dicke Haut geben. Die wiegt schon ein bisschen was. Knochen kriegst du sowieso. Und wir haben noch so einen Trank dabei. Wie lange ist denn der haltbar? Das war ihn vor... Oh ja, lange genug. Okay. Ja, ich würde die Waffe gerne ausprobieren, aber wir haben kein Verstärkungskit drauf und da müssten wir es vorher reparieren. 62, ich muss jetzt mal gerade gucken. 57, 73, 48. Ja, aber die Doppeldolche haben andere Qualitäten. Ist das jetzt ein Einhänder? Wenn das der Einhänder wäre und jetzt schon stärker als unsere makellose Kriegsaxt, dann wäre das natürlich schön nice. Aber ich glaub's nicht, ich glaub nicht, ich glaub's ein Hammer. Wir können es aber trotzdem mal kurz ausprobieren. Ja. Boah. Aber ein geiles Teil. Und schon einen ordentlichen Damage eigentlich. Mit 62. Wie viel hat denn eigentlich der hier? 56. Mit Verbesserung. Ich hätte gerne, aber trotzdem brauche ich eine Einhandwaffe. Hat gesehen, hier war die eigentlich relativ gut. Gegen den zum Beispiel. Kurz überlegen. Ja, 62 gegenüber 73, das ist schon ein Verlust. Also ich glaube, die geht auf 70 hoch, also da ist es schon stark dann. Also wenn man hier das Upgrade-Kit macht, müsste es eigentlich so irgendwas mit 70 hochgehen. Haben wir jetzt alles, die Rüstung ist auch schon leicht angefickt. Aber wir haben ja schon zwei legendäre Rüstungspakete dabei. Oh, die haben ja auch noch Loot dabei. Ja, holen wir mit. Der hier auch, ja. Schwefel müssen wir auch demnächst wieder farmen. Ich habe keins mehr, habe ich gesehen eben. Also zumindest mal beim Überfliegen keins gefunden.
Keine Ahnung, ob wir noch irgendwo was in einer anderen Kiste vielleicht drin haben. Muss ich mal schauen. Weil hier kann man nichts lernen. Oder an dem Bett. Ah, guck mal, hier sind noch zwei Kisten hinten dran. Ja, danke für Knochen. Holen wir mit. Steine lassen wir liegen. Ah, nochmal Samen. Nochmal Graulotus-Samen. Das ist cool. Oh, dann haben wir die auf jeden Fall mal. Ich weiß gar nicht, ob Graulotus-Samen neu sind. Ich wüsste jetzt gar nicht, dass Graulotus gegeben hat. Bin ich mir nicht sicher. Aber hier sind auch keine Obelisken, oder? Jetzt können wir uns ja mal in Ruhe umgucken, um was zu lernen. Hier noch nicht, ne? Ich glaube, da muss man erst durch das alles durch. Oh, da ist noch eine Kiste. Ja, Gold und Silber, das ist auch nett. Weil Münzen haben wir auch kaum noch, weil wir alles ja in die Steinnasen investiert haben. So, dann gehen wir nochmal raus hier. Zweiter Boss down. Loot-technisch ist es gar nicht schlecht, was man hier so findet. Und auch schon vor allem allein die Waffe und so. Da ist schon was drin. Gefällt mir. Macht das Ganze natürlich auch interessant. So, im Roten waren wir schon. Es sind jetzt nicht mehr so viele Türen. Es sind noch zwei Türen, ne? Eins, zwei. Zwei Türen, genau. Wie viele gibt's denn hier? Eins, zwei, drei, vier. Ey, wo ist denn hier? Muss ich die alle aufsetzen? Ach, scheiße. Ist nicht mehr da. Müssen wir den anderen doch nochmal besiegen. Müssen sie wahrscheinlich gleichzeitig aufsetzen. Was mich ein bisschen irritiert. Wo sollen die alle sein? Sind da jetzt hinter verschiedenen Türen nochmal mehr Gegner? Bosse? Oder hat das was mit den Fragmenten zu tun, dass wir dann irgendwann auch nochmal mehr haben? Oder werden vielleicht gar nicht alle aufgesetzt, dass einige zur Tarnung hier sind, um die Leute zu irritieren und eben auch in der Falle zu locken, dass man hier falsch die Statuen draufsetzt. Kann natürlich auch sein. Fies ist das eigentlich. Das ist relativ fies. Oh, was ist denn das hier? Blutbad? Oh no. Das sieht doch schon aus wie eine Falle. Mach mal den Bogenschützen weg und dann... Nein. Tiger. Kann ich da trinken aus dem Blutbad? So, wir gucken uns das jetzt mal in Ruhe an. Alter. Ist das eine Opferstätte? Guck mal, Schlange. Alter Schwede. So, der hat was getroppt. Oh. Ah, auch nicht schlecht. Komm, hol mal alles mit. Was hast du? Ja, auch wieder die Elfenbeine. Die Elefantenbeinpfeile, wollte ich sagen. Ist ein bisschen übertrieben, wenn du Elefantenbeine mit dem Bogen verschießt. Ich schieß dir ein Elefantenbein an den Schädel, du dumm. Backe. So. Der Tiger ist nicht so heal. Das ist immer so eine Sache. Ich traue das. Naja, gut, es geht aber. Gibt es eigentlich für Tiere kein Heilmittel? Kann man die Tiere nicht heilen irgendwie? Ja, mit Z-Gegengift. Das ist natürlich ganz sinnvoll. Ach so, stimmt. Ich hatte das Gegengift mitgeholt, falls es auch noch Giftgegner gibt. Jetzt fällt es mal wieder ein. Packen noch mal hier oben rein. So viel Aloe Vera haben wir gar nicht dabei, aber wir haben eben auch noch die Wundverbände. Ne, jetzt nicht mehr. Mach's mal da unten noch mal hin. Wenn ich sie finde. Ich wurm's, dass ich gerade den anderen Gegner noch mal besiegen muss. Ich dachte, die bleiben jetzt da drauf, aber ist natürlich sinnvoll, dass das nicht so ist. Ja, schon wieder so einer. Okay, das könnte den Tiger richtig mit in Mitleidenschaft ziehen. Awoken. Oh, der hat einen Dreizack, das ist gar nicht geil. Ich komme gar nicht zum Angreifen. Der... mal ein bisschen Blut und Schaden beifügen. Ich würde ihm auch gerne noch den Giftschaden draufdrücken, wenn ich die Giftladung gerade finde. Alter, schneller. Oh Mann, das ist immer das Problem. Skorpionkönigin Gift.
gut, dass er mit Tiger beschäftigt war auf einer Seite, auf der anderen Seite nicht so gut. Weil der Tiger ganz schön Damage nimmt. Aua, ja, genau, konzentriere dich auf mich. Was ist schon wieder Pestilenz? Ja gut, die Hälfte ist down, aber der Tiger hat auch so circa die Hälfte. Ah! Hallo an. Den kann man ganz gut ausweichen, finde ich. Weil er immer ganz leere sticht. Dreimal hintereinander oder so. Ja, ja, ja. Jetzt, wo er nur auf den Tiger fokussiert ist, kann ich ihn natürlich sehr gut angreifen. War vielleicht eine weise Entscheidung, den Tiger mitzuholen, auch wenn der hier dauerhaft in Gefahr ist. Wir müssen den auf jeden Fall jetzt wieder heilen lassen. Aber der hier ist down. Ist Geschichte. Jawohl. Nice, Mann. Und wieder eine legendäre Waffe. Wir gehen gerade ins Menü rein. Statue des Priesterkönigs. Und Mithras Gerechtigkeit. Ein Streitkolben aus der Sammlung der Priesterkönige, des Priesterkönigs. Okay, nice, wieder legendär. Abgestaubt, würde ich mal sagen. Gut, jetzt müssen wir den lieben Tiger aber wirklich heilen lassen. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir so lange machen sollen. Wahrscheinlich ein Cut am besten. Aber warte, aber erst gucken wir uns natürlich hier noch um in Ruhe. Sag mal, wenn er geheilt ist, dann müssen wir gucken, wenn wir hier fertig durchsucht haben. Dann müssen wir mal gucken, was wir dann machen mit dem Tiger. Ja, hier alles dicke Haut und Dämonenblut. Ja, Dämonenblut ist auch schon wieder sau viel drin. Das Inventar ist einfach absolut voll mit verschiedenen Sachen. Und das ist schwer, dann auch immer die richtigen Sachen zu finden. Wir machen hier mal eine Ordnung rein. So, dann haben wir hier das Gift. Haben wir jetzt alles hier oben, was wir brauchen. Und den Schund da unten. Ja, ne? Soweit. Ja, genau, das ist cool. Das ist gut angeordnet. So, dann gebe ich die dicke Haut mal dem Tiger. Wo ist sie denn? Ja. Ganz klasse. Ich sehe es gerade nicht. Leder ist wieder auch 8 Kilo. Und da haben wir noch Elefantenhaut. Geben wir eben auch. Na, da oben ist sie. Ganz oben. Okay. So, wie sieht Rüstung und alles aus? Upsa. Na, die Rüstung ist noch okay. Die Waffen. Auch noch die Doppeldolche sind ein bisschen Mitleidenschaft gezogen, aber die können wir ruhig noch ein bisschen weiterspielen. Boah, guck mal. Es ist natürlich ein bisschen blöd, dass man hier an unsichtbaren Wänden hochklettern kann, aber ansonsten sieht das hier geil aus. Episch gebaut, der Dungeon. So, was haben wir denn hier? Oh, Grau Lotusblüte. Ich weiß nicht, ob die neu ist. Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht, aber ich bin mir echt nicht sicher, weil man hier überall Grau Lotus findet. Vielleicht braucht man das für die Rezepte. Und wir haben aber auch die Samen, also können wir schon mal ein bisschen was selber anpflanzen. Das finde ich nice. Ich finde es halt schade. Bei Ark ist das mit den Samen irgendwie cooler, weil man da die dauerhaft hat. Und dann ein ganzes Beet und immer wieder den Mist. Und hier muss man immer wieder Samen farmen. Das heißt, ich kann mir jetzt gerade aus den Samen ein paar Blüten machen. Eigentlich lohnt sich die Landwirtschaft hier in Kohn nicht so wirklich, finde ich. Weil man kriegt zwar aus den Samen ein bisschen mehr raus, aber das dauert ja auch dementsprechend länger. Wenn ich jetzt zum Beispiel Aloe Vera anpflanze, das habe ich ja viel schneller gefarmt, als aus dem Samen die paar Aloe Vera Pflänzchen daraus geholt. Da muss ich erstmal Dünger produzieren, damit ich das überhaupt machen kann. Und deswegen finde ich es ein bisschen blöd. Also, wenn man so einen Samen hat, dann sollte man vielleicht, ja, vielleicht die Anforderungen ein bisschen hochschrauben, dass man den dauerhaft pflanzen kann, dass man gucken muss, dass ein Beet eben irgendwie durchgehend bewässert ist oder dass man vielleicht selbst nachwässern muss. Und, ja, und Dünger muss man ja auch reinmachen, dass das gewährleistet ist und dann aber eben wirklich dauerhaft dieser Samen dann auch, ja, Pflanzen produziert. Weil so ist es echt dämlich. Ich finde irgendwo einen Samen von Schwarzlotusblüte muss dafür Meilen reisen,
muss die ganzen Vorbereitungen machen, um ihn überhaupt anpflanzen zu können. Und dann kriege ich da ein paar Blüten raus und das war's dann wieder. Und dann muss ich ihn wieder dort holen. Dann brauche ich auch keine Landwirtschaft. Dann kann ich auch gleich dorthin gehen und die Pflanzen. Ja gut, ich muss jetzt sagen, bei mir sind ja auch erhöhte Einstellungen. Ich weiß natürlich nicht, wie das aussieht, wenn man mit Standardeinstellungen spielt, dass man da nicht so viele Pflanzen bekommt, dann macht und durch das Pflanzen dann doch nochmal mehr, dann würde es dann irgendwo natürlich Sinn machen, dann wäre es verständlich. Aber hier bei mir lohnt sich das eigentlich nicht so wirklich, die Landwirtschaft. Weil ich muss ja doch in dieses Gebiet, um die Samen zu looten. Wo sind eigentlich mein Getränkebeutel jetzt? Ist der jetzt ganz unten? Ja, das ist schlecht. Schlechte Anordnung. Nochmal anordnen. Ah, jetzt ist natürlich... Ja, wie du es machst, machst du es falsch. Ich könnte aber hier hingehen und sortieren. Nee, warte mal. Sortieren nach Name. So, nur Waffen. Das ist schlecht. Ich kann aber nicht zwei Kategorien auswählen. Das ist noch dümmer. Nahrung und Gift. Ja, das ist eigentlich schon okay, ne? Weil wir haben ja an Waffen und so eigentlich alles drin, was wir brauchen. Dann hier am besten nach Nahrung, weil da haben wir die Heilmittel, das Gift und das Getränk da oben. Und den Rest, den müssen wir dann im Schatten suchen. Aber das Wichtigste wäre oben. Ich glaube, somit komme ich klar. Jetzt probieren wir gleich mal die Dämonenfeuerkugel auch aus. Dann machen wir anstatt den Dreizack. Wie sieht es mit dem Tiger aus? Ja, die Folge ist eh vorbei. Ja, der Tiger muss noch ein bisschen hochheilen. Kriegt er mehr Life, wenn ich ihm hier das Futter gebe? War das so gerade? Ich kann es auch nicht mehr rausholen. Ist weg. Auch wenn es Gammelfleisch ist. Nee, ne? Der tickt einfach so hoch. Ach, gib ihm mal das ganze Gammelfleisch, ist egal. Vielleicht bringt's ja was. Naja, gut. Dann würde ich sagen, was fehlt denn jetzt noch für eine Tür? Die grüne haben wir gemacht, die rote haben wir gemacht. Die rote müssen wir nochmal machen. Wir waren doch gerade in der lilanen, ne? Hey, dann hätten wir ja alle. Hätten wir alle Türen gemacht. Waren wir in der lilanen? Was ist denn hier? Ach, hier haben wir noch ein Tagebuch. Ich weiß nicht, was ich hier gefunden habe. Diese Architektur ist mir nicht vertraut und doch spricht sie mit mir. Lockt mich an, ich will sie weiter erkunden. Ich habe hinter den anderen Türen Stimmen in einer fremden Zunge gehört und hege kein Interesse herauszufinden, von wem sie stammen. Diese Tür interessiert mich allerdings. Sie wird durch irgendeinen Mechanismus blockiert. Möglicherweise steht er mit diesen Statuetten in Verbindung, die ich gefunden habe. Sie lagen überall herum, also habe ich sie mitgenommen. Ich werde versuchen, diese Tür zu öffnen. Schließlich nehme ich die Leute nicht umsonst, Pjörn, das Glückskind. Diese Tür hier ist es. Schlüssel zum Allerheiligsten benötigt. Jetzt ist die Frage. Wir haben 1, 2, 3 Türen. Hier ist der Ausgang. Wir haben 3 Statuetten. Aber jede Menge... Können wir die Tür zum Allerheiligsten schon öffnen? Also wir müssen ja nochmal den besiegen. Das machen wir in der nächsten Folge und dann testen wir das, weil mehr Gegner sind ja nicht da. Und ich denke, dass hier ist es nur, dass man sie falsch stellen kann. Hier frage ich mich, was passiert, wenn ich die falschen anklicke, ob ich dann einfach nur eine Falle abbekomme oder ob die Statue dann auch verschwindet, wenn ich sie zum Beispiel auf den falschen Spot lege. Was aber nicht möglich ist, weil ich kann ja nicht auswählen, welche Statue ich irgendwo hin machen will, oder? Und deswegen kann es eigentlich nicht, kann ich es nicht so gesehen nicht falsch machen. Ich kann nur die falsche antippen. Ja, mal, wir schauen mal, wie drücke zum Interagieren. Ah, das war hier. Auf das hier bezogen. Wir schauen uns das nächste Folge auf jeden Fall mal an und dann könnten wir eventuell die Tür zum Allerheiligsten öffnen und mal gucken, was uns dort erwartet. Ich bin mal gespannt. So, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Conan Exiles hier in Warmaker's Sanctuary. Macht euch den schönsten aller Tage. Ja, okay, das geht nicht mit der Fackel an. Oh, es ist so nervig. Früher ging das mit den Waffen in der Hand und der Fackel an, jetzt geht's nicht mehr. Ist doof.
Weiß nicht, warum sie das rausgeholt haben. Naja. Bis dahin, macht euch den schönsten aller Tage. Gehabt euch wohl. Bye, bye, bye. I can do this all day, I can do this all night, I can do this all day.